Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hearts of Iron 4 La Resistance mit dem Vereinigten Königreich. Ihr wollt mehr sehen und mal zu dem Let's Play verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. So, ich habe in der letzten Folge festgestellt, ich habe hier nur eine 17er Gefechtsbreite, das ist natürlich gar nichts. Das wollen wir natürlich unterbinden. Und was nehmen wir denn dazu? Wir nehmen mal Flak mit dazu, dass die ein bisschen autark sind. Flak, 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 Flak. Ja, und nochmal eine Pack. Dann ist es eine Panzerabwehr, Luftabwehr in dem Fall. Und das passt. Wir speichern das so. Dann wird das da umgeändert. Und dann können die sich dort austoben. Hier drüben geht's weiter. So, da halten wir die Stellung. Da müssen wir jetzt mal schauen. Wenn ich hier mit zwei reingehe, hier mit einem und mit dem hier reingehe. Bringt das was? Eine 160er Gefechtsbreite. So, nehmen wir noch mal ein bisschen was mit. Vielleicht funktioniert's ja. Taktischer. Die große Pack ist fertig. So. Das ist gut. Dann können wir die große nämlich produzieren. Aber was wollte ich denn bauen eigentlich? Was haben wir denn? April haben wir. April. So, da wird ja noch... Das können wir beiseite lassen. Hier sind wir am Bauen. Dann nehme ich... Ich nehme hier die mit. Die anderen sind da unten, ja. Die sind auf dem Weg nach oben. Das passt auch. So, wieder alles eingefroren hier oben. Oh. Die Ausrüstung ist durch. Die hier mit, dann müssen wir natürlich ändern. So, so. Hier ist die Pack. Pack Flak 2. Artillery 2. Du bist noch der 1er. Panzergrenadier, die laufen. Nehme ich einfach nochmal mit. Ah, verdammt. Ah, ja, okay. Okay, okay, okay. Gut. Dann, oh, was fehlt denn schon wieder? Eis, Stahl. Wo ist mir denn der abhanden gekommen? Wir nehmen... Hier. Nehmen wir hier das Tal mit. Nein, nicht so viel, Mensch. Ja. So, Leibpacht. Können sie haben. Was fehlt schon wieder? Nichts. Es fehlt nichts.
freie Fabriken. Ist ja schon. Okay. Infrastruktur. Gehört mir nichts. War eh klar. So, dann machen wir hier das hoch. Ist wieder nicht mein Stützpunkt. So, dann machen wir den hier halt. Baller mal den Körig hoch. Den bauen wir uns komplett aus. Maximum an Schmerzgrenze. War das hier auch noch unsere? Nein, natürlich nicht. Hier hinten, aber die ist uninteressant. Die ist uninteressant. Luft können wir noch drauf bauen. Ein bisschen was an Luftstützpunkt. Yes. So, das ist jetzt Maximum an Grenze. So. Dann bauen wir hier noch komplett Infrastruktur aus. Kriegen wir noch ein bisschen mehr an Produktion raus. Oder halt an Rohstoffen, besser gesagt. Jawohl. Für das Königreich! Das ist die Empire. Ja. Können sie sich austoben? Okay. Ja, nehmen wir euch mit. So, freie Fabriken. Das dauert alles noch ein bisschen. Das warst du, der Strategische bestimmt. Jawohl. Sehr gut, da geht's doch nach oben. Du bekommst eine neue Angriffslinie. Die wird sein vorerst mal hier oben. Yo. So, gucken wir gleich mal weiter. Ach, stimmt. Der Patch war. Die haben was geändert und deswegen. Ah, habe ich jetzt bloß noch so wenige. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, hat's die jetzt mir alle runtergesetzt. So ein Mist, ey. So eine Miste. Du kommst hier rein. Und was war mit dir? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Weiter geht's. Lass mal dann mal gucken. Sehr gut. Da sind sie und halten mir ein bisschen den Rücken frei.
weil die in Alexandria nämlich sind. So, wie schaut's aus hier unten? Wo pest ihr hin? Nach oben? Er sollt doch hier unten die noch kaputt machen, Mensch. Eieieiei. Ja, mal abwarten. Vielleicht funktioniert das ja noch. Irgendwie. So, es dauert alles ewig. Was können wir denn noch machen hier? Burmastraße ausbauen. Gummientwicklung, Wolfram nehmen wir noch mit. So, Neuseeland hat ein bisschen was dazu bekommen. Neuen Agent hätten wir. Einen neuen Agent. So. Was haben wir hier? Da, den haben wir ja sowieso gehabt und sind doppelt umgetreten. Sabotage. Chiffre erobern willst du. Du bist ein Kommando. Dich hat man nämlich, Mensch. Du. Ich gleich nicht den Netzwerk wieder aufbauen. In Deutschland. Hier in Berlin. Und dann können wir wieder einen Deutschen. Ja, warten wir jetzt erstmal nur die 30 Tage wieder ab. Achso, wo waren wir denn? Kanada, Südafrika. Ist uninteressant, Balkanstrategie. Ist uninteressant geworden. Kann man doch nicht annehmen. Also, kommst du dran? Special Forces. So, das U-Boot ist weg. Was macht ihr da unten eigentlich? Warum geht hier nichts? So, den habt ihr ja eingekesselt. Aber nicht ich. Sondern alle anderen, die hier unten helfen. Ist hier der Italiener? Ja, unten ist der Italiener. So. Freies Frankreich. Sind die Amis gelandet? Ich bin auf dem Weg nach oben. Das passt auch. Da kann ich die Stellung halten. Ah, Flak kann ich noch drauf bauen. Das war's. So, ziehen wir mal hoch. Da haben sie einen schönen großen Hafen. Da gehen meine U-Boote drauf. Hier blocke ich die alle. Da warten sie unten schon drauf. Ah, hat er schon irgendwas dazu bekommen. Spickeln wir mal rein. Aber hier nicht. Ich meine, er als Infanterieführer hat er so bekommen. Okay. So, Chiffre ist draußen. Auch nicht. Was hast du? Du bist eh in der Def. Home Command? Auch nichts. Ja.
Scheiße! So, jetzt wird der Streifen da unten schmaler. So. Können wir da drauf ballern? So. Da geht wieder ordentlich was. Schade, dass die Deutschen die nicht eingenommen haben, sondern die Amerikaner Vichy hier auch noch Krieg erklärt haben. Neunzehn Divisionen. Die werden doch nicht irgendetwas vorhaben. So, was mangelt wieder? Ah, hallo. So, Großungarn. Oh. Italia. Klar, bestimmt. Eh klar. So, dann holen wir sie uns halt da unten. Machen wir das von Hand. Jawohl. Nachschubbedarf. So, the next agent. Next agent. Ich nehme meinen Doppelagenten wieder. Ready to move. So. Eine kann hier durchmarschieren. Komplett. Der andere geht hier runter. Der ist eh schon down da unten. Da geht nichts mehr. Außer der schwappt hier rüber. Was wir hoffentlich nicht wollen. Jawohl. Dann rollen wir da weiter. Kappen wir den da unten. Dass der da ordentlich Malus bekommt. Mal Mexiko noch mit dazu. Der Krieg eskaliert. Ja. So, was ist da oben los? Stillstand. So, bist du zu stark? Lass ich dich sonst stehen. The Griechi. Hier auf den Panzer. Oh, der hat wieder Defense ohne Ende. Er verschanzt das. So, dann cashen wir den da unten. Die wollen hier rüber. Jawohl. Gehen wir nach unten. Die ist weg. So, hier oben ist mal durchhalten, ganz einfach.
Die holzen wir jetzt auch weg. Dürften verschwinden und dann marschieren wir hoch. All in. Move out. So, dann mischen wir mit. Genau. Ist das fertig? Egal, hier. Attention. Attention, please. Ready, sir. Ah, die müssen über den Fluss rüber. Okay, warum macht ihr das nicht? Ihr schafft es doch. Was ist denn los? So, das ist fertig. Können wir gleich den nächsten hinterherhauen. In 100, keine Ahnung, Tage. So. Da können wir drei, da können wir drei. All in. Jawohl. Was ist denn hier los? Marschiert doch rein. Jawohl. Gleich nochmal. Hier rein. Und nehme ich euch die Front hier unten weg. Schatz, der Plan war 10%. Bist noch am Rechnen? Ready, sir. Hey, der Stabsmitarbeiter. So, das ist mein strategischer. Sehr gut. Brauche ich hier erstmal nichts mehr. Gehen wir hier unten weiter. Können wir den bauen. Also. Alter, der hat ja schon ewig Reichweite. Boah. So, dann bauen wir den gleich. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. So, den schieben wir hier rein. Dann zwickt man irgendwo wieder was ab. Bei der Flak zwickt man was ab. Jawohl. Können wir da welche bauen. Sehr schön. Da ist nichts drin. Fahren wir natürlich gleich rein. Beiden. Und dann war es das hier wieder für die Folge. In der nächsten geht es hier weiter nach oben. Befreien wir den Kessel da oben mal. Und dann wird das hoffentlich endlich wieder was. So, wie viel haben wir? 8 ist ja eine. So, passt's. Jo, sind wir genau bei 0. Passt da. Dann sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!